Nach dem Stopp russischer Gaslieferungen an Polen und Bulgarien sieht die Bundesregierung keine Gefahr für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Derzeit sei es nicht notwendig, weitere Schritte einzuleiten, so Wirtschaftsminister Habeck. Die EU-Kommission sprach von einem Erpressungsversuch der russischen Regierung. Moskau drohte heute auch anderen EU-Ländern mit einer Aussetzung der Gaslieferungen, sollten sie nicht in Rubel zahlen. 8 Uhr morgens, durch die Pipeline Jamal in Polen fließt kein russisches Gas mehr. Russland hat Polen und auch Bulgarien den Hahn zugedreht. Beide aber haben offenbar vorgesorgt. Polen wollte ohnehin bis Ende des Jahres unabhängig von russischem Gas sein. Polen hat sich vorsorglich vorbereitet, seine Gaslieferungen zu diversifizieren und Gas aus verschiedenen Quellen zu bekommen. Seit 1. April verlangt Russland, dass Gas in Rubel gezahlt wird. Die EU aber pocht auf die vertraglich vereinbarte Zahlung in Euro oder Dollar. Damit kann Russland aufgrund der Sanktionen aber wenig anfangen. Und installierte eine neue Zahlungsmethode. Zuerst Zahlung in Euro und dann wird mit Einverständnis und Wissen der EU-Staaten in Rubel konvertiert. So machen es wohl Deutschland, Österreich und auch Ungarn. Polen und Bulgarien wollen das System aber nicht akzeptieren. Stößt die Entscheidung Russlands auf Kritik. Der einseitige Stopp von Lieferungen zu einzelnen EU-Mitgliedstaaten ist eine weitere Provokation des Kremls. Aber es ist keine Überraschung, dass der Kreml fossile Brennstoffe nutzt, um uns erpressen zu wollen. Ein Sprecher der russischen Regierung weist den Vorwurf zurück. Die EU will bis zum Ende des Jahres die Abhängigkeit von russischem Gas um 2/3 verringern. Zusätzlich bereitet sie ein Embargo auf russisches Öl vor. Die chinesische Hauptstadt Peking hat nach weiteren Neuinfektionen Massentests für die meisten der rund 21 Millionen Einwohner angeordnet. Am stärksten betroffen ist ein Bezirk, in dem auch viele Botschaften und Firmenzentralen multinationaler Konzerne liegen. Die Behörden begründen den Schritt mit der Sorge vor einem größeren Corona-Ausbruch, wie zuletzt in Shanghai. Dort gilt seit rund einem Monat ein strenger Lockdown.